Ich denke, im Fußball ist es auch gang und gäbe, dass man da auch den einen oder anderen schon über mehrere Ecken kennt und die Jungs sind alle locker drauf. Das Training macht sehr viel Spaß. Ja, junger Trainer, ich glaube, das wird gut funktionieren. Ja. Viele Jahre bei Lok, 5 Jahre und hatte wunderschöne Jahre, muss ich auch ganz ehrlich sagen und werde das auch immer wieder betonen und habe mir einfach mal gesagt, mit 30, da kam die Möglichkeit und habe es einfach gemacht und habe mir den Mut zusammengefasst und ja, ich denke, das gehört auch immer dazu, dass man auch nochmal ein bisschen was anderes sieht. Also in allererster Linie bin ich 30 Jahre und weiß ganz genau, was ich kann und was ich nicht kann. Natürlich komme ich über meine Leidenschaft und Mentalität und Robustheit, das ist mir auch klar, und über die Zweikampfstärke, aber nichtsdestotrotz kann ich auch einen geraden Ball spielen und denke, dass ich auch meinen Mitspieler gut auch einsetzen kann. Ich glaube, wir haben es auch in den Relegationsspielen bei Lok gegen Ferl gesehen, dass die Regionalliga Nordost eine sehr, sehr robuste und physisch starke Liga ist. Ich glaube, der Westen hat uns, oder der Ostliga da ein bisschen fußballerisch vielleicht ein bisschen was voraus, aber ja, die Westmannschaften kommen da nicht so mit Härte klar. Und ich glaube, wenn man das alles so ein bisschen kombiniert, gewisse Robustheit, Physis und auch fußballerisch das gut kombiniert, denke ich, ja, ist das sehr, sehr wichtig in der Liga. Club TV wurde Ihnen präsentiert von Penta Hotel, Ihrem Hotelerlebnis auf dem Schlossberg in Chemnitz.